So. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar hatte ich die glorreiche Idee, da ich ja so auf meinem Shoppingtrip war, habe ich daneben Johanna, also meiner besten Freundin, gesagt, sie dürfte einfach mal für mich einkaufen. Ich hatte ja eigentlich eine Grenze gesetzt. Ich dachte so, naja, muss ja noch nicht ganz so teuer sein. Sie ist ein bisschen eskaliert. Ich glaube, sie hat knapp 200 Euro ausgegeben. Aber was soll der Geiz? Ich zeige euch mal die Ausbeute. Das Paket ist ungefähr gefühlt so groß wie ich, wie ihr seht. Ja, auf jeden Fall meinte sie zu mir, sie hätte mir zwei Outfits zusammengestellt. Ich so, okay. Der Kleine hätte sie auch noch was besorgt. Und wir gucken das mal zusammen an. Ich werde es erstmal hier auspacken und zeige euch nachher nochmal Tragebilder im Spiegel oder so. Ihr könnt vielleicht mal abstimmen, ob ich es behalten soll oder nicht. Leute, denkt an mein Portemonnaie. Nein, Spaß. Ich bin auf jeden Fall mega, mega gespannt. Ich habe noch gar nicht reingeguckt. Das ist noch alles frisch eingepackt. Und ja, lass es loslegen. Tada, tada. Okay, fangen wir an. Was ist denn das? Ich packe es einmal aus. Also sie hat natürlich bei H&M bestellt, wie ihr seht. So, ich packe das erste Teil mal aus. Ich dachte so, was zur Hölle ist das denn? Ah, okay, das ist ganz süß. Würde ich wieder arbeiten. Warte, ich stelle die Karton mal weg. Bin ich ja mal gespannt, wie sie sich das so vorgestellt hat. Also früher, bevor die Kleine da war, habe ich sowas tatsächlich gerne getragen. Also für die Arbeit oder so, mit einer Bluse unter dem Pulli. Aber ja, ich bin sehr, sehr gespannt, was dazugehört. Ich finde es, glaube ich, ganz süß. Im Alltag mit der Kleinen macht das, glaube ich, gar keinen Sinn, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber, tja, ich bin mal gespannt, was dazugehört. Ich nehme einfach mal das nächste Teil hier. Und zwar verbirgt sich da drin eine Lederjacke mit Fellkragen. Okay, sowas hatte ich ungefähr mal mit 15 oder 16. Finde die Jacke an sich ganz cool. Ich weiß nicht, ob man das doch so trägt mit dem Kragen, bin ich ganz ehrlich. Bin mir auch nicht sicher, ob es passt. Also die Ärmel sind irgendwie so schmal, also ist so dick hier. Aber ja, könnt mir gerne zu jedem Teil schreiben, wie ihr es findet. Ich muss gleich erstmal schauen, wie sie denkt, wie es zusammenpasst. Ich greife einfach mal das nächste. Ich packe mal lieber die Folien dazu, falls ich es zurückgebe. So, okay, als nächstes hat sie eine Hose dazu. Oh, eine Lederhose. Die kann ich tatsächlich gebrauchen. Tada! Ich glaube, so eine hatte ich sogar mal. Ich bin ja ganz ehrlich, die von H&M, da hatte ich schon so viele immer an. Ich befürchte, sie wird mir nicht passen, weil immer dieses Eingenähte, ich weiß nicht, ob ihr das erkennt, das schneidet irgendwie so ein. Also entweder passt sie oben rum oder sie ist oben zu groß und passt in den Bein oder unten rum. Also ja, es ist sonst eigentlich eine recht schlichte Lederhose. Hinten noch so zwei Taschen. Ja, ich bin gespannt, ob sie passt. Meint ihr das gleich zusammen oder ist es zu viel Leder? Lederjacke und Lederhose? Na, ich bin gespannt. Ich packe sie jetzt erstmal hier wieder rein. So. Es könnte natürlich auch sein, dass das mit den Jeans hier kombiniert werden sollte. Hier ist nämlich eine Jeans. Tada, tada, tada. Was haben wir denn hier für eine? Also beim Bestellen hatte sie mir ungefähr gesagt, sie ist so, oh, ist ein bisschen teuer geworden. Ich weiß gar nicht, was so teuer ist, aber da ist eine Hose, die musste ein bisschen teurer sein, weil sie gefällt mir besser. Ist okay. Ich finde die, ich glaube, sie meinte bestimmt die. Ich finde die nämlich auch echt ganz cool. Unten ist die so ein bisschen so hinten so offen. Hier genau das gleiche. Ich glaube, getragen kann die echt ganz cool aussehen. Ja. Oben ist sie so. Ich glaube, es ist ja eine ganz normale Skinny. High-Waist. High-Waist ist auch nicht schlecht, weil ich habe irgendwie nur noch eine High-Waist. Ich denke mal, sie wird zu dem Roten gehören und dann mit der Lederjacke. Aber ich weiß noch nicht, was noch kommt. Ich packe sie jetzt auch erstmal beiseite. Oh, sie hat
tatsächlich an alles gedacht. Hier haben wir nämlich noch Schuhe. Solche finde ich auch immer richtig cool. Ich glaube, ich habe sie sogar mal bei ihr gesehen und fand die echt ganz cool. Die sollten auf jeden Fall passen. Die passen auch zu beiden Hosen. Das finde ich auch richtig cool. Johanna, ich hasse dich dafür. Ich habe richtig Angst, dass ich nachher alles behalte. Weil, wie gesagt, war nicht günstig. Aber ja, könnt ihr mal sagen. Also ich finde solche eigentlich ganz cool. Und ich glaube, die gehören zu jeder Frau. Aber wenn ich überlege, wie viele Schuhe ich habe. Nur leider nicht die. Ich weiß nicht, ob ihr das Problem kennt. Naja, wie auch immer, packt ihr auch erstmal zur Seite. Ich ziehe das nachher alles mal an. Und ja. Oh, weil ich hatte halt selber noch Sachen bestellt. Die sind hier nämlich leider mit drin. Jetzt weiß ich gar nicht, was Johanna mir bestellt hat. Ich befürchte aber, dass nicht. Vielleicht dieses hier, so ein schlichtes schwarzes. Also wenn sie das bestellt, ich weiß nicht, ob ich das bestellt habe oder sie. Also das wäre auf jeden Fall echt ganz cool, weil es halt schlicht ist. Und kennt ihr das? Das ist unten, hinten, lang und rund geschnitten. Sowas mag ich richtig, richtig gerne. Es würde auch auf jeden Fall zur Jeans passen. Zur Lederleggings weiß ich gar nicht. Und sie hat das, glaube ich, zweimal bestellt. Ich habe hier auf jeden Fall genau dasselbe nochmal. Ich glaube, sie hat mir zwei Oberteile bestellt. Tja, macht ja nur nichts. Aber das fände ich auch richtig cool. Also es ist, wie gesagt, das gleiche in einer anderen Farbe. Wäre auf jeden Fall mega cool zu Lederleggings, denke ich mal, wenn sie passt. Ja, muss ich mal anprobieren. Aber kennt ihr diesen Stoff hier? Also der ist so dünn und ich kann fast die Kamera sehen dadurch. Also es ist sehr, sehr durchsichtig. Aber gut, vom Ding her gefallen tut es mir schon. Ich bin halt sehr, sehr gespannt, wie das Ganze angezogen aussieht. Oh. So, und zu guter Letzt hat sie ja noch was für die Kleine bestellt. Ich habe es gerade schon gesehen, das ist richtig, richtig süß. Oh mein Gott, ich pack's mal aus mit euch. Guckt mal. Wie süß ist das denn? Zumal ich auch einfach so ein Oberteil habe. Übrigens ist das jetzt hier Größe 74. Meine Kleine wächst da langsam erst rein, obwohl da steht 6 bis 9 Monate und sie wird jetzt 11 Monate. Also das und diese Hose dazu, das ist doch einfach mega, mega, mega niedlich. Oh mein Gott, Johanna. Ja, es gibt so Sachen, die sollten einfach nicht in meine Hände geraten, weil ich finde Zurückschicken immer sehr, sehr schwer. Ich glaube, die Online-Shops haben sich da sicherlich was bei gedacht. Also, das ist auf jeden Fall mega süß. Ich glaube, das muss ich einfach behalten. Und ja, das war's erstmal. Und jetzt als nächstes zeige ich euch gleich nochmal die Outfits eingeblendet, wie sie angetragen aussehen. Ich bin sehr, sehr gespannt und ich hoffe, es passt auch alles. Wenn nicht, dann kann ich es euch leider nicht zeigen. So, ich zeige euch die Outfits mal so. Also, ich muss sagen, mit der Hose bin ich leider nicht zufrieden. Die ist hier einfach meiner Meinung nach zu eng. Also sie ist halt auch super unelastisch. Ich habe das Gefühl, ich gehe wie so ein Soldat damit. Dann, ja, die Jacke finde ich gar nicht mal so schlecht. Ich habe es mir eigentlich schlimmer vorgestellt. Die Bluse finde ich irgendwie, ja, leider Gottes zu groß. Und mit den Schuhen muss ich gleich nochmal schauen. Also bequem sind sie auf jeden Fall. Ich weiß nur nicht, ob sie mir so stehen. Also ich finde, bei anderen sieht es immer besser aus. Naja, so, ich ziehe nochmal die Jacke aus. Ich hatte es gerade schon mal gefilmt, aber irgendwie, ja, das ging ein bisschen nach hinten los. So, voila, Outfit Nummer 1. Also hier hinten ist es mit der Schleife. Ich muss echt sagen, ich sehe damit aus wie so ein Mauerblümchen. Das ist halt, finde ich, viel, viel zu weit. Ich glaube, vom Ding her ist es sicherlich ganz cool, aber sorry, lieber Johanna, ich glaube, das ist nichts für mich. Es hätte ganz cool sein können, aber ja, Hose hatte ich ja schon gesagt, ist mir definitiv zu eng und ja. Schuhe schauen wir gleich nochmal zum anderen Outfit. So, tada, Outfit Nummer 2. Es ist hinten halt. So, tada, Outfit Nummer 2. Es ist hinten halt mega, mega lang. Vorne so, also das Oberteil finde ich echt ganz schön, wobei es halt an den Armen
bei mir super, super eng sitzt. Ich weiß nicht, es trägt halt ein bisschen auf. Ich wollte einmal zur Hose. Ich weiß nicht warum. Lederhosen sitzen bei mir absolut nicht. Guckt euch mal die Länge an. Also die ist nicht mal richtig hoch. Also ich kriege sie nicht mal richtig hochgezogen. Sie ist aber schon unten, finde ich, viel, viel zu kurz. Also super die Hochwasserhose. Wenn ich jetzt hier den Schuh dazu anhabe, sieht es halt so aus. Die muss leider auch zurückschicken. Da kann ich euch gar nicht groß abstimmen lassen. Ja, I'm so sorry. Und ja, ich finde, das sieht halt auch, ich weiß nicht, es trägt irgendwie ein bisschen auf, das Oberteil. Also ich mag der Stoff, das ist so ein ganz dünner, finde ich eigentlich vom Schnitt her total cool, aber ich habe jetzt hier noch meinen Top unter, sorry. Also ich sehe damit, finde ich, richtig, richtig dick aus und ich weiß nicht, ob ich so irgendwo hin gehen mag. So, hier ist der ganze Spaß nochmal mit der Lederjacke. Ich muss aber sagen, die ist auch recht eng. Also wenn ich so den Arm hochmache, das typische Bizeps-Problem bei mir. Obwohl ich den nicht trainiere. Ich trage nur meine Tochter. Ja, ich weiß nicht. Also, ja, man kann sicherlich irgendwie so losgehen, aber ich bin ganz ehrlich, also wohlfühlen tue ich mich leider absolut irgendwie in gar keinen der Teilen. I'm so sorry. Also es passt nichts richtig. Nicht, dass ich das Gefühl habe, ich könnte damit loslaufen. Deswegen, sorry, muss alles weg. Wobei ich die Jacke eigentlich echt ganz cool finde. Ich dachte, das wird too much mit dem Fell, aber nein, ist ganz cool. Ich hatte jetzt noch überlegt, das Outfit von der Kleinen zu filmen. Da muss ich nachher nochmal ein Foto schießen. Ich weiß gar nicht, ob man den das anziehen darf überhaupt. Ansonsten mache ich auch ein Foto vom Outfit an sich, weil es ist mega, mega süß und das werde ich, glaube ich, definitiv behalten. So, das war es auch schon von meinem Video. Das war es auch schon mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war was ganz, ganz anderes. Ich war mega überrascht, was drin war, weil ich überhaupt keine Ahnung hatte, was sie mit meinem Geld so anstellt. Ja, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr so etwas noch einmal sehen wollt. Ansonsten verlinke ich euch hier oben meine letzten beiden Videos. Hier unten könnt ihr mich sehr, sehr gerne abonnieren. Und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.